Moin Moin und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge Phasmophobia. Ich bin heute nicht alleine unterwegs, sondern mal wieder mit meiner Frau. Und wir testen nach dem Update, was heute rausgekommen ist, die neue Map Point Hope, einen Leuchtturm. Ich würde sagen, wir gehen einfach direkt rein. So. Okay. Hi. Hallo. Ja, schauen wir mal. Also Point Hope, Leuchtturm, einige Treppen, so wie es aussieht. Geht dann hier so peu à peu hoch. Also, wir müssen einiges laufen. Wird spannend. Bin mal gespannt, wo Ich wir den würde oben Geisterraum haben. anfangen. Ja, genau. Ich würde sagen, ich nehme Taschenlampe wie immer, EMF und Thermometer. Was haben wir denn Ich habe eigentlich? Thermometer und eine Kamera mit. Okay. Katiana Wright. Verwende das Kruzifix, um den Geist an der Jagd zu hindern. Werde Zeuge eines Geisterereignisses. Finde mit dem EMF-Messgerät Beweise für das Übernatürliche. Okay. Ja, genau. Ich habe übrigens schon die Stufe 3 Kamera. Hast du ja gesehen, denke ich. Ja, du hast eh alles hier irgendwie Ja, Ultra Pro. ja, es wird. Es wird. Ich glaube, hier, Räucherstäbchen gibt es noch einen höher. Kerzen gibt es noch einen höher. Ja. Ich habe noch Holzklappen Kruzifixe. überall. Das ist ja nicht schlimm. Dafür habe ich es. Ich habe mich jetzt doch für ein EMF entschieden. Ich glaube, ist besser erstmal. Ja, ich denke auch. So, warte mal. Guck mal, ist ja übelst rum, Mann. 17,9 Grad. Das ist dieser EMS 0,95 Wert, der da angezeigt wird. Guck mal, wenn du jetzt rechte Maustaste gedrückt hältst, misst er die ganze Zeit permanent weiter. Ohne dass es immer noch mal hochgeht. Ja, da hätte ich jetzt erwartet, dass es eigentlich einen Erfolg gibt. Lass uns einmal den Sonnenuntergang genießen. Genau. Okay, also das Ding ist auf jeden Fall tierisch hoch, wie man sieht. Oh, und alles neu eingerichtet. Genau, ein Badezimmer. Okay. Interessant. Hier mal auch den Breaker anmachen. Sieht aber schon cool aus, finde ich. Ja, bestimmt. Hier ist der Breaker. Strom ist an. Hier ist eine Saftpackung umgekippt. Die tropft sogar noch. Müsste ja fast heißen, dass die Leute, die hier gewohnt haben, noch gar nicht so lange weg sind. Ob ich nur, wo hier der Lichtschalter ist. Ah, ja. Okay. Ich gehe mal weiter hoch. Man kann sogar die Dusche aufmachen. Okay. Die Farmhäuser wollen sie ja auch noch überarbeiten. Ja, ich schau mal, ob ich was finde. Habe ich eine Zigarrenschatulle. Du kannst die Zigarren rausnehmen. Okay. Okay. Das ist auch ein Zigarrenschneider. Wir können Wein, sogar den Kerzen. Fernseher anmachen. Ja gut, das konntest du ja schon immer. Eigentlich schon ziemlich cool, so ein Leuchtturm. Hier ist eine zerbrochene Weinflasche. Nö, noch nicht. Ich habe irgendwas komisches knacken hier. Hier ist ein Billardraum. Ein Quizspiel. Ein Dartsboard. Oh, du kannst die Pfeile nehmen. Die auch schmeißen kannst. Du kannst hier Darts spielen, ist ja geil. Ah, okay.
Wie komme ich gerade mit der Steuerung noch nicht klar? Zu lange kein Phasmo gespielt. Ja, hier oben ist auch noch mal ein Badezimmer mit so einer freistehenden Wanne. Schlafzimmer. Was ich nur noch nicht gefunden habe, ist ein Versteck. Der Breaker ist aus. Genau. No. Oh, hier ist Freezing-Temperatur im Kinderschlafzimmer. Hier wurde auch was geschmissen. 5,2 Grad. BMF3. Hier, in der, keine Ahnung wie vielen Etage, ist eine Versteckmöglichkeit. Ah, okay. Ich gehe mal runter, mach den Breaker wieder an und hol mal ein bisschen Zeug. Und ich versuche zu überleben. Das ist eine gute Idee. Ich guck mal, was unsere Sanity macht. Das ist natürlich immer ein ganz schöner Ritt hier hoch. Alter Schwede. Breaker ist wieder an. Boah, du kannst hier ganz nach oben und rausgucken. Ah, cool. Boah, ist das schön. Könnte man ganz vergessen, dass hier irgendwelche Geister am Berg sind. Der dreht sich sogar, der Leuchtturm. Okay. Ja, ich sehe es gerade, stimmt, da oben das Licht, das dreht sich. So, Sanity. Oh. Ich glaube, du kriegst gleich Besuch. Du bist bei 39, ich bei 43. Ja, aber vielleicht doch keine gute Idee, auf schwer da reinzugehen. Ich glaube, es ist eine Jagd. Oh, oh. Ich sehe schon, vielleicht bin ich alleine. Ist auf jeden Fall die ganze Zeit auf 10. Ja, aber die Tür hier oben ist auf. Ich glaube, dass da oben zählt auch nicht jetzt draußen. Ich habe mal Pillen geschmissen, ist immer noch 10. Jetzt ist abgefallen auf 1. Ich habe mal Pillen geschmissen, wie gesagt, und ich hole jetzt mal ein Kruzifix und ein Buch. Die haben jetzt irgendwie auch das Buch verändert. Wenn ein Geist damit nicht interagiert und der schmeißt es, war es ja immer bisher ein Anzeichen dafür, dass der da auch nicht reinschreiben wird. Und das haben sie jetzt geändert. Da klappt das dann zu, irgendwie, habe ich gelesen. Übrigens die Patch Notes auch, die haue ich mal in die Beschreibung vom Video. Falls euch das interessiert, was alles geändert wurde, das war echt eine ganze Menge. Ich versuche mal eben rauszukommen. Ja, mach das. Hast du die Kamera oben schon platziert, wenigstens? Ich hatte keine Kamera mit, ich hatte EMF. Ach ja. Aber das habe ich. Und Breaker ist schon wieder aus. Ich hatte gerade ein Event bei ihm. Okay. Ich dachte schon, Alter. Wow! Das Kruzifix ist gerade kaputt gegangen. Ist schon wieder soweit. 2 Grad. 1,4, 3. Das mit dem gedrückt halten ist natürlich nice jetzt. Na komm, geh runter. Geh runter. Ich bin einfach mal bei 7%.
Okay, dann schmeiß mal Pen ein. 1,1. 1,0. Ah. Na komm. Na komm. Ist doch nur 0,9 anzeigen. Dann haben wir's. Das ist echt schön. Einfach schön gedrückt halten. Der Rad hat nicht immer wieder hoch, sondern er misst automatisch mit. Die kleinen Dinge. Eine Kamera und Dots hätte ich gerne. Aber die Kamera am besten auf dem Stativ. Okay, weil ich mache eine Kamera und bringe noch einen Kruzifix mit. Ja, okay. Und auf dem Stativ am besten. Ich komme aber auch noch mal runter. Das war jetzt vorletzter Raum ganz oben irgendwo, ne? Ja, das Kinderzimmer. Ein wohlgehütetes Geheimnis, was man hier erst lösen muss. Oder auch nicht. Irgendwann werden wir es rausfinden. Dann bringe ich noch Dots und die Sprachbox mit. Bei der Sprachbox ist es jetzt auch so, dass selbst so kleine Lampen aussehen müssen. Das hat wohl vorher, konntest du so kleine Nachttischlampen oder sowas anlassen, aber jetzt muss es wirklich komplett dunkel sein. Wir werden fast schon wieder in Hunting Range. Wir haben jetzt unsere ganzen Pillen verbraucht. Okay. Hey, ist das hier das Kinderzimmer oder da drüber das? Das erkennst du an dem Spielzeug, was rumliegt. Piratensäbel. Und da liegt mein ganzes Zeug drin. Point Hope Lighthouse. Built at this place by the province of Massachusetts. Was first light in February 1802. Erweitert in 2002 to include Entry House. Achso, also dieses Eintrittshaus hier wurde 2002 erst angebaut. Interessant. Aber wo? Jetzt hier uns auch niemand öffnen können? Hätte hier ein Schlüsselbrett erwartet vielleicht? Oder nein. Was das für ein Raum ist. Gibt es bestimmt morgen schon die ersten Videos auf YouTube. Ist der Breaker schon wieder aus? Unser Baby meldet sich. Okay. Wenn ich muss es alleine durchziehen, Spix. Warum hat er Kisten hinter? Ach, da ist eine Tür. Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Ja. Okay. Hat gesprochen. Das Kruzifix liegt hier, Brina? Weil du meinst, es ist komplett verbrannt. Sparbox haben wir schon mal. Dots, wir haben Dots. Okay. Noch irgendwas schon? Ja, Sprachbox. Mach mal die Dots aus. Okay, dann check mal, was das alles sein kann. Ich flüchte mal schnell. Ja, und Sprachbox.
War ich noch gar nicht ganz oben. Egal. Ich will hier lebend raus. Das Sprechen in der Nähe des Yokai verärgert ihn. Ah, deswegen ging das Kruzifix los, als ich gesprochen habe. Also, wir hatten Dots, wir hatten Orbs und Geisterbox Yokai. Okay. Kann auch kein Mimik mehr sein, ne? Ich glaube, durch die Dots ist der eh raus. Mal guck mal, was ein schöner Orb. Da warte ich, komm mal. Oh ja. Okay, Aufgaben. Oh, wir haben sogar alle drei Aufgaben erfüllt. Das Einzige, was wir jetzt nicht gemacht haben, sind Fotos, aber wir leben noch. Ich glaube, dabei sollten wir es auch belassen. Ich war zwar noch nicht ganz so oben, aber das hole ich nach. Im nächsten Video. Ich laufe jetzt nochmal schnell raus und läute die Glocke. Das solltet ihr übrigens auch tun. Ja, schön die Glocke aktivieren, Kanal abonnieren. Hast du den Geist eingeloggt? Ja, warte. Ich glaube. Abfall ja. Drei, ja. Zwei. Ja, ist erstmal Point Hope. Cool. Schöne Map eigentlich. Ich glaube, Solo ist schon ziemlich hart, gerade wenn du oben irgendwo ein Geist ist. Welcome back. There's some jobs ready for you. Ja. Knochen fehlten, Fotos fehlten, $1,250 trotzdem. Ja, passt aber. Nehmen wir mit. Fast Level 62. Das heißt, es gibt auch fast wieder einen Aufstieg. Wie lange haben wir jetzt gebraucht? Ja, 17 Minuten, passt doch. Kann man nicht meckern. Also, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und dann natürlich auch das nächste Mal wieder einschalten, wenn wir eine Runde Phasmophobia zocken. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao.